Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Es ist endlich soweit. Ich habe das neue Update und somit habe ich auch die zweite Saison jetzt bei Pixelgun 3D. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich da. Ich sage es ja jedes Mal, dass mich das sehr, sehr, sehr am Pixelgun stört. Und ja, in der Zwischenzeit, wo das Update noch nicht für iOS draußen ist, gibt es dann meistens auch keine Pixelgun-Videos. Wisst ihr auch schon alles. Aber jetzt habe ich endlich das neue Update und wir werden heute gemeinsam mal durchschauen, was es hier so Neues gibt, was gut ist, was schlecht ist und wartet mal, ich mache mein Mikro da etwas näher ran, dass ihr mich besser hören könnt. So, jetzt sollte es besser funktionieren. Na gut Leute, ich gehe gleich mal in den Kampfpass rein, denn da gibt es was, was mich extremst stört und zwar der Kampfpass ist extremst teuer geworden. Ich glaube in der letzten Saison hat er 5 Euro gekostet, jetzt kostet er 21 Euro. Ja, ich werde ihn mir wahrscheinlich holen, damit ich euch das alles zeigen kann, damit ich hier alles unten freischalten kann und damit auch eine größere Motivation gegeben ist, hier zu spielen. Aber trotzdem finde ich es extremst teuer. Ich kann es wirklich verstehen, wenn ihr sagt, nö, hole ich mir einfach nicht. Ja, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr den Kampfpass schon habt oder ob ihr euch den holen werdet. Ja, wie gesagt, 21,99 € kosten diese 2640 Marken und der Schlachtpass kostet eben hier 2400. Und ja, man schaltet hier gleich mal die neue mythische Waffe frei, das Ultimatum mit einer Effizienz von 32, einer Schrotflinte und Mauerdurchbruch. Mauerdurchbruch ist hier sehr, sehr interessant, denn es ist eine Schrotflinte, weil die schießt ja generell nicht so weit und wie soll ich wissen, was hinter der Mauer steht. Aber na gut, muss man auf alle Fälle ausprobieren. Ist sehr, sehr ähnlich zum Wikinger, finde ich, weil es eben auch wieder eine Schrotflinte ist. Aber na gut, Leute, was gibt's eigentlich hier? Es ist die Cyber-Saison. Vorher hatten wir ja die Phoenix-Saison, jetzt heißt es Cyber-Saison. Deswegen ist alles hier auch sehr futuristic und ja, sehr abgespaced, würde ich mal sagen. Wir haben auch so einen kleinen Roboter hier neben, der uns hier alles erklärt. War ja vorhin der Phoenix und ja, hier gibt es zum Beispiel noch den Cyber-Slicer als legendäre neue Waffe. Dann gibt es hier noch einen Dekor-Gegenstand. Dachte schon, das ist eine neue Waffe. Aber hier haben wir noch die Scharfschützen-Cyber-Modul, eine neue mythische Waffe, eine Scharfschützenwaffe mit einem 10-fach-Zoom, halbautomatisch. Habe ich eigentlich noch bei keiner anderen Waffe gelesen. Und dann gibt es noch die Raketenhände. Alles ziemlich krasse Waffen hier. Aber muss man sich eben freischalten mit den Teilen. Und momentan gibt es auch kein Event, wo man sich die Teile zusätzlich freischalten kann durch ein paar Glücksdrehe. Aber ja, soll so sein. Wir öffnen hier gleich mal eine Clan-Truhe und falls ihr euch fragt, wieso hier ein Mitglied oben steht, also ein Platz im Clan frei ist, das halte ich immer frei, damit ihr immer Anfragen stellen könnt, denn ansonsten ist der Clan geschlossen und ihr könnt mir keine Anfragen stellen, ob ihr rein könnt. Und ja, jeden Montag bzw. auch jeden Sonntag, immer unterschiedlich, wenn ich Zeit habe, kicke ich ja neue, nicht neue, sondern alte Personen aus dem Clan, die nicht sehr aktiv sind, die keine Medaillen gesammelt haben. Und ja, es sieht fast so aus, als werden diese Woche noch einige aus dem Clan geschmissen. Ja, Leute, wir gehen hier auf alle Fälle zurück und werden hier gleich mal ein Match spielen. Wir werden hier ein Match spielen und was ich noch cool finde, hier steht nämlich jetzt unten Herausforderung beendet, wo man sich dann die Belohnungen gleich mal abholen kann. Und da steht auch, was es hier noch gibt. Früher stand ja immer Herausforderung beendet, aber jetzt steht hier, was es hier so gibt, was man hier sich holen kann, finde ich cool. Und ich habe eigentlich keine neue Map entdeckt. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen, aber ich habe immer alles durchgeklickt und ich fand eigentlich keine neue Map. Es stand auch nicht bei den Changelogs, dass hier irgendwas verändert wurde, denn wir sind ja das Update schon im letzten Video durchgegangen, was so Neues kommt. Und deswegen würde ich sagen, wir spielen gleich hier mal. Ich würde sagen, wir spielen, ja kaum spielen wir Weltraumstation. Das ist eine Map, die wir nicht oft spielen und die passt ja eigentlich sehr gut hier zum, ja, zum Thema. Denn ja, Cyber-Saison und Weltraumstation ist eigentlich sehr abgespaced. Und wir starten, ach komm, was ist das für ein Matchmaking? Wir starten hier gleich mal wo rein, wo einfach die Gegner, ja, 22 Kills haben und unser Team nur 8 Kills. Alles klar, und den habe ich hier gleich mal gekillt. Aber schauen wir mal, was wir da draus machen können. Ich finde es wirklich komisch von Pixelgun, dass man hier wirklich in so ein blödes Match reingerankt wird, denn da ist dann eben auch schon die Motivation weg, wenn man hier so reingerankt wird. Aber na gut, wir haben hier 2 Kills. Haben hier zweimal sogar den gleichen gekillt. So, wir konnten hier schon etwas aufholen. So, der spielt hier mit der Einschuss. Wo ist er? Wo ist er? Wie ist der verschwunden? Aber egal.
Das Spiel ist ja gleich zu Ende. Wir haben hier noch 6 Sekunden und wir haben verloren. So, wir haben 12 Kills, der Gegner, das gegnerische Team hat 25 Kills. Okay, Niederlage. Na gut. Ja, und ich finde es wirklich... Ja, ich ärgere mich eigentlich, dass momentan der Schlachtpass so teuer geworden ist. 21 Euro, Leute. 21. In der vorigen Saison 5 Euro. Das waren dort nur 480 dieser Marken. Und ich dachte schon, ich spare mir diese Marken auf, damit ich mir jetzt einen Schlachtpass kaufen kann. Aber irgendwie... Ja, ist der teurer geworden und auch die Schlachtpassmarken wurden wieder auf Null gesetzt. Man hat dafür nur etwas Gold bekommen und das ist schon sehr fragwürdig, denn so viel ich weiß, in anderen Games ist das anders, da kann man sich das zusammensparen, da kann man sich dann später irgendwann das holen. Wenn man genug spielt, kann man sich auch die ganzen Schlachtpässe, Battlepässe, wie sie auch immer heißen, dann auch so holen, indem man sie erspielt hat. Und das ist bei Pixel gar nicht möglich, ich habe schon geschaut. Denn wenn man hier in den Kampfpass reingeht, man bräuchte 2400 Marken, um sich das freizuschalten. Und man bekommt hier beim Gratispass eigentlich nur hier einmal 100 Marken, hier bekommt man nochmal 100 Marken, hier nochmal und da nochmal 150. Das wären dann nur 550 Marken, wenn ich hier richtig war, oder 450, kommt drauf an, ja... Egal, Leute. Aber bei Weitem nicht das, dass man sich einen Schlachtpass kaufen könnte. Man kann natürlich dann sagen, na gut, dann kaufe ich mir nur einmal die 300 und einmal die 1320. Geht sich halt noch immer nicht aus. Zweimal 300 und dann einmal die 1320 geht sich, glaube ich, gerade so aus. Ja, 1920 plus die 450, nö, geht sich dann auch nicht aus. Also es langt dann noch immer nicht. Also, dann hat man noch immer 30 zu wenig. Also man muss sich immer um 22 Euro oder mehr diese Marken kaufen. Und das finde ich wirklich schlimm eigentlich. Denn ich fand 5 Euro ganz okay. Das war schon, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein guter Preis. Man wird dadurch motivierter. Aber jetzt lernt Pixelgun eigentlich nicht dazu. Schauen die nie irgendwelche Videos an von YouTubern oder gehen die auf die Kommentare ein, auf Facebook, auf Instagram, wo das immer bekrittelt wird, dass sie auch oft bei den Angeboten extrem teuer sind und dann machen sie genau das Gegenteil als das, was gewünscht wird und das finde ich schon recht schlimm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Leute, schreibt das unbedingt mal bitte in die Kommentare. Wir spielen jetzt noch Area 52 Labor und schauen, was da so abgeht. Ist ja auch eine etwas abgespacedere Map und wir sind endlich in das bessere Team gerankt worden. Unglaublich, aber wahr, Leute. Wir sind im besseren Team. So. Au. Okay, das war jetzt mal schnell. Mit dem Excalibur wurde ich hier gekillt. Trotzdem sind wir hier vorne. Nein, es ist Gleichstand, Leute. Es ist Gleichstand, ich nehme alles zurück. So, ihr wisst ja, ich spiele eigentlich gerne mit dem Wikinger, ist eine der besten Waffen, die sie hier im letzten Event gegeben hat. Im letzten Event habe ich mir ja ganze zwei Waffen geholt, den verfluchten Pirat, den habe ich gerade nicht angelegt. Ich frage mich gerade, wieso, aber egal, spielen wir mit dem Vakuumizer. Auch eine Waffe, mit der ich schon lange nicht mehr gespielt habe. So, bam, so, zwei Kills haben wir schon, obwohl das war ja so eine Kill-Unterstützung und der hat mich schon wieder gekillt. Okay, alles klar, der will... Hier auf die harte Tour. Na gut. Rauf geht's hier. Wupp. Komm schon. Okay. Der Warrior. So, jetzt müssen wir aber gewinnen. Komm, wir haben schon das vorige Match verloren. Jetzt müssen wir Gas geben, Leute. So. Ja, komm schon. Jetzt habe ich ihn dreimal anklicken müssen, damit ich hier zum Samurai-Mech geworden bin. So, den hole ich mir auch hier auf alle Fälle. Wow, wie viele Gegner hier sind hier gerade... Ja, den haben wir. So, wo ist der nächste? Da kann ich mir einen Drache-Kill holen. Kann ich mir den holen? Kann ich mir den holen? Wenigstens eine Kill-Unterstützung. Die Gegner sind einen Zähler vorne. So, wow, 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 wow. Jetzt werde ich natürlich ich ins Ziel genommen. Ah, schade. Okay. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Komm, 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 komm. Zurück ins Spiel. 22 zu 23, 10 Sekunden noch. Oh, 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 Gegner holen auf. Gegner holen auf. Okay, ja. Ja, da haben wir wenigstens noch einen Kill, zwei Kills. So, Gleichstand. Yes, wir haben Gleichstand. Ja, wir haben Gleichstand. Ich wurde zwar zum Schluss noch gekillt, aber wir haben Gleichstand, Leute. Yes. Und wir haben jetzt gerade 45 Vokale gewonnen. Das finde ich cool, dass man jetzt so viel bekommt. Das geht jetzt um einige schneller, muss ich sagen. Und ich bin ja auch bald auf Level 35. Wenn ihr hier oben in die linke obere Ecke schaut, bin ich bald auf Level 35.
Na gut. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich wollte euch... Oh, nein, das steht für den Platz. Okay, das steht für den Platz. Das Design wurde etwas verändert. Das steht für den Platz, alles klar. Wir sind momentan 46 bei diesem Champion-Turnier. Okay. Es wurde also hier auch überarbeitet, das Turnier, dass man hier mehr Motivation hat, hier zu spielen. Und man bekommt hier ein cooles Ei, 15 Juwelen und etwas Gold. Das finde ich eigentlich cool. Was bekomme ich? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Oder ich bekomme das 20 Gold. Ich glaube, das ist meine Belohnung. Schade, dass ich als Handwerker nichts bekomme, weil da bin ich auf alle Fälle Erster mit 5758 Lobby-Likes. Unglaublich, aber ja gut, Leute. Ich werde wahrscheinlich jetzt den Schlachtpass holen, obwohl ich nicht ganz einverstanden damit bin, dass es so teuer ist. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wie gesagt, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Na gut, Leute, wie gesagt... wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht auf alle Fälle gut, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, Abo da lassen, falls ihr neu hier seid und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, unbedingt die Glocke unter meinem Video aktivieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.